Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So, Anno, wir haben was für dich. Bitte schön. Hast du die Daten aus dem Hauptquartier? Hier, bitte. Sehr gut. Ich bin gespannt, was du gefunden hast. Was ist nun mit unserem Date? Später. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und melde mich dann bei dir. Dings, Pi, wo ist sie bei Timber? Anu Singh wird nicht mehr als Kontakt angezeigt. Verdammt! Sie hat uns verarscht, hä? Was ist der Status unseres neuen Modells? Sind endlich alle Fehler ausgebügelt? Fast. Es müssen noch ein paar Haltbarkeitstests durchgeführt werden. Außerdem wird die neue P-Software noch kalibriert. Solange dieser Prototyp nicht wieder in irgendeiner Pisslache auftaucht, ist alles auf Spur. Ich verstehe dein Problem nicht. Du bist ganz oben. Du kannst jede und jeden haben. Die Leute vergöttern dich. Und dann beschließt du dich ausgerechnet in dem Laden, den wir noch nicht platt gemacht haben, maßlos zu besaufen und verlierst den Prototypen? Der muss mir irgendwas in dieses seltsame Bier gemischt haben. Du bringst alles in Gefahr, wofür wir jahrelang gearbeitet haben. Vergiss nicht unseren Deal. Natürlich nicht. Niemals. Und so fügt sich das alles zusammen. Jetzt wissen wir, wie das Pifon in die Glibberer-Pfütze da gelandet ist. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Okay, Doki. Hier können wir nichts machen. Eigentlich ist uns nur noch eine Sache geblieben, Dick glücklich zu machen, indem wir Lenz auf die richtige Spur schubsen. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Aber mir fällt nichts. Hey, Lenz. Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Welcher Dick? Dein Ex-Freund? Das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich in Ruhe. Keine Sorge, ich werde dir helfen, zu dir selbst zu stehen. Das haben wir gleich. Was? Wovon redest du da? Gib mir noch einen Moment, ich muss etwas besorgen. Also lass mal darüber nachdenken. Ich habe ihm ja Poster gegeben von Lady Gag. Ich habe ihm Erdbeer in Form vom Penis gegeben und das ist keine gute Idee. Man könnte sie jetzt aufblasen, aber mein Lungenvolumen reicht dafür nicht aus. Oh, aufblasen. Aber ja, wo sollen wir die denn auf? Die sind prall mit Luft gefüllt. Die Luft aus den Ballons hat die Puppe aufgeblasen. Jetzt ist sie wieder schön prall und man kann ihre Körperform gut erkennen. Ach so, wenn wir ihn jetzt geben, dann wird er einsehen, dass das nicht ist, was worauf er steht, oder? Schau mal, die Puppe. Ist diese Puppe nicht scheußlich? Um Himmels Willen, das sieht ja abartig aus, Larry. Wo hast du die denn bloß aufgetrieben? Jack, Lance hat sich eingestanden, dass er Frauenkörper abartig findet. Was? Jetzt reicht es. Warum zeigst du mir diesen Kram? Wegen so oberflächlichen Leuten wie dir wollte ich nicht, dass andere wissen, dass ich schwul bin. Aber ihr geht mir sogar auf die Nerven, wenn ich so tue, als wäre ich hetero. Wenn du es unbedingt hören willst. Ich bin schwul! Und das ist auch gut so. Warte mal, ich habe Dick zurückgewiesen. Ich habe ihm total mies das Herz gebrochen. Dabei will ich ihn doch auch. Du könntest deine Rumnerverei wieder gut machen.
Ein wenig zumindest. Keine Sorge, ich verstehe was vom Verkuppeln. Was bei Frauen funktioniert, kann bei dir doch nicht falsch sein. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Okay, und jetzt? Lance! Ja? Na, immer noch schwul? Oh mein Gott, ja doch. Sehr gut, nichts zu danken. Willst du jetzt Dick treffen? Ja, aber letztes Mal habe ich ihn so sehr vor den Kopf gestoßen. Ich muss mich irgendwie bei Dick entschuldigen. Bis dann. Na super, und wie soll das denn funktionieren? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber warte mal, wir reden mit Dick. Vielleicht hat er eine... Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Okay, Dick? Hey, Dick, gute Nachrichten. Lance ist schwul. Sag bloß. Ich meine, er will wieder mit dir zusammen sein. Wirklich? Ach, Larry, so einfach ist das nicht. Als wir uns getrennt haben, hat er mein Geschenk ins Meer geworfen. Ich kann ihm erst verzeihen, wenn er sich entschuldigt und einsieht, dass er Mist gebaut hat. Was war mit dem Geschenk passiert? Ach, das war am Pier. Lance hat es weggeworfen. Ins Meer. Okay. Bis später. Okay, dann lass uns mal zum Pier fahren. Uiuiuiui. Durch das Bullauge kann ich in den Frachtraum des Schiffes schauen. Hoffentlich werde ich nie in so einem Raum eingesperrt. Uah. Dick hatte schon recht. Das ist eine goldene Stunde. Das hat seinen Zweck erfüllt. Oh, hallo? Habt ihr es gesehen? Da hat doch was geglänzt. Da. Da liegt etwas Funkelndes zwischen dem ganzen Treibgut. Ist vielleicht... Ja, das muss das Geschenk von Dick für Lance sein. Und was ist es? Aha. Ein Ring. Das Geschenk von Dick an Lance. Na gut, dann fahren wir zu Dick zurück. Und geben wir ihm, damit er das Geschenk Lance geben kann. Und dann ist das Thema für uns erledigt, oder? Das Geschenk war ein Ring. Also... Ja, ich wollte ihm einen Antrag machen. Aber du weißt ja, wie er sein kann. Das Geschenk war ein Ring. Also... Ja, ich wollte ihm einen Antrag machen. Aber du weißt ja, wie er sein kann. Bis später. Sag. Los, ich muss mit Lenz noch quatschen. Also... Hallo, Herr Fuengel. Die ist baff beim Training. Du gehst mir auf die Eier, ehrlich. Lance! Ja? Bis dann. Dick wollte dir einen Antrag machen. Du hast den Ring gefunden? Ja, am Pier. Dick war so romantisch. Und ich hab ihn beleidigt und sein Geschenk weggeworfen. Ich hab richtig Scheiße gebaut, Larry. Ich muss mich bei Dick entschuldigen. Aber ich kann ihm nicht einfach so unter die Augen treten. Wir hatten diese romantische Nacht mit einer Flasche Dom Pérignon. Wenn ich wieder so eine Flasche hätte, könnte ich mich bei Dick entschuldigen. Was für ein Zufall. Hier, bitte. Das ist Dom Pérignon. Dicks und mein Lieblingschampagner. An diesen Fusel habe ich wunderbare Erinnerungen. Da gab es diese romantische Nacht mit Dick am Pier. Ich habe richtig Scheiße gebaut, Larry. Wenn ich nichts tue, verliere ich Dick für immer. Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun, Larry? Den habe ich erstmal genug. Soll ich dir schon mal zeigen? Von Orgien habe ich erstmal genug. Nein,
Du musst eine Hochzeit vorbereiten. Jetzt mache ich dich einen Antrag und dann werden wir direkt heiraten. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich muss es versuchen. Am Pier gibt es diese Hochzeitskapelle. Der Priester ist aber seit einiger Zeit verschwunden. Kannst du ihn vielleicht suchen? Ich schreibe in der Zeit meine Hochzeitsrede. Okay, ich helfe dir. Aber diesmal musst du auch was für mich machen. Klar, was willst du? Wenn ich mich darum kümmere, gibst du mir bei Timber die Höchstpunktzahl? Okay, abgemacht. Ach so, besorge bitte auch noch einen Ring für Dick und stelle die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühl. Und erzähle bitte Dick nichts davon. Es soll eine Überraschung sein. Geht klar. Okay, also wir spielen den Verkuppler. Okay, okay. Okay, okay. So, ich wusste doch, dass das irgendwann eine Rolle spielen wird. Wo haben wir den? Hallo? Da. Hier? Das hält die Flasche schön kühl. Ich denke, dass dieses Stück ausgefeilter Technologie dazu da ist, ein Buch zu halten. Okay, ein Buch. Da fehlen noch die Kerzen. Okay, wir müssen Kerzen finden. Er hat eine Herzform. Das ist schön. Der steht gut. Ich weiß, Pi. Sei still. Gruselig. Wie können Leute sowas mögen? Nein, ich traue mich nicht näher an ihn ran. Okay, jetzt nur noch den Priester finden. Und Buch. Priester finden. Aber natürlich. Oh Mann, wie konnte ich das? Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Wie? Danke. Dass du mich jedes Mal daran erinnerst. Ich meine. Wir haben doch die Drag Queen, die hat doch gesprochen, dass deren oder ihren Job ist es Hochzeiten mit Männern, mit Frauen und Frauen und Männern durchzuführen. So, dann gehen wir mal ins Gefängnis. So, da bist du ja, hallo. Natur, nein, ich will dich retten, bist du... Ja, da. Bist du die Priesterin von der Hochzeitskapelle am Pier 69? Wer sonst, mein Lieber, wer sonst? Ich bin Trauzeuge und soll jemanden finden, der eine Ehezeremonie vollführen kann. Das klingt nach einem Job für Tuck or Dale, Queen der Herzen, Rächerin der Erbenden und Drag-Ikone. Ich brauche etwas Zeit, um alles vorzubereiten und mich von meinem Daddy zu verabschieden. Bitte geh einfach! Die nehmen Abschiede immer sehr mit, wie du siehst. Wirklich? Geh einfach! Tu mir einen Gefallen. Bereite schon mal meinen Altar am Pier vor. Hier sind die Schlüssel. Du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe. Ach, der alte Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Vielleicht mit Blumen. Willst du gar nicht wissen, wer heiratet? Schätzchen, ich bin von Kopf bis Fuß Entertainer. Ich improvisiere. Immer. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist, treffen wir uns dort. Okay. Anu ist nicht da. Mist. Okay. Das Gute ist, ich glaube, wir haben eh alle Zutaten. Zutaten? Alle Gegenstände. Hier bin ich doch falsch, oder? Nein. Ich dachte schon. Alle Gegenstände, die wir brauchen. Und zwar. Erstmal hat sie uns Schlüssel gegeben. So. Mal schauen, was da drin ist.
Okay, so wie Tuck gesagt hat. Das Buch der Liebe, Kerzen und eine komische Fernbedienung, die aussieht wie ein Bär. Okay. Die ist bestimmt für den gruseligen Animatronik-Bären, der die Hochzeitsmusik spielt. Typisch Tuck. Allerdings waren hier keine Blumen für den Hochzeitsbogen. Das ist kein Problem, denn wir haben ja Blumen schon gleich am Anfang des Spiels gefunden oder gepflückt. Check! Das Buch der Liebe ist am richtigen Platz. Oh, yeah. Kerzen. Blub, blub. Jetzt nur noch anzünden. No problem, denn wir haben auch Streichhölzer. Und zwar hier. Check, die Kerzen sind jetzt an. Dann fehlt uns noch hier Blümchen. Tuck hatte recht. So sieht er viel besser aus. Und? Ist das alles gewesen? Ah ja, der Ring. Das ist gut, so wie es ist. Okay, das kann ich jetzt nicht hinlegen. Also auf jeden Fall haben wir den einen Ring, den zweiten Ring. Die Fernbedienung ist bestimmt für den Animatronik-Bären, um die Hochzeitsmusik zu starten. Erst während der Hochzeit. So. Sind wir jetzt fertig? Hier kann man den Bund der Ehe eingehen. Äußerst romantisch. Okay, müssen wir jetzt zu Lenz oder zu der Drag Queen gehen? Oder besser gesagt Priester. Ja, erstmal. Ich würde mal sagen, dass wir wahrscheinlich erst zum Priester gehen. Denn ohne ihn läuft das sowieso nichts. Was machst du denn noch hier? Du sollst doch den Altar am Pier vorbereiten. Hab ich doch. Ich probe gerade meinen Auftritt. Also, Schuhu, du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe. Ach, der alte Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Vielleicht mit Blumen. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist und du alles vorbereitet hast, treffen wir uns dort. Okay. Also, ich habe mich geirrt. Nicht den Priester holen, sondern erst Lenz und Dick. Okay. Die taucht da von alleine auf. Dann. Ups, das wollte ich nicht. Lenz. Come on, come on, come on. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Ehrlich, irgendwann, ne? Kriegst du von mir eine. Hör auf mich so zu nennen. Er heißt Larry Leffer, ja? Worauf wartest du noch, Larry? Hast du den Priester gefunden und ist er bereit für die Hochzeit? Alles erledigt. Hast du auch schon den Ring für Dick besorgt? Und die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühlgestellt? Für die Hochzeit ist alles vorbereitet. Danke. Dann fehlt jetzt nur noch der zweite Bräutigam. Kannst du Dick vielleicht irgendwie dazu bringen, mit dir zum Pier zu kommen? Ich warte dort auf euch. Ich lass mir was einfallen. Okay. Sag mir Bescheid, wenn alles bereit ist. Okidoki. Und Lenz, wenn ich dir einen Tipp geben kann, zieh dich vorher um, ja? Ein Anzug wäre nicht verkehrt. So. Bleiben viel fit im Schritt. Und sonst auch. Boah, ich knall dir egal, ehrlich. So. Dick? Was ist passiert? Das Schenkling also. Ihr habt beide einen Lieblingschampagner? Ja, Dom Pérignon. Die Hausmarke vom Hell's Pawn. Diese Sorte hat uns beide so richtig aufgegeilt. Komm, wir gehen mal ans Pier. Warum sollte ich das tun? Ja, jetzt kommt. Wie wir an dem Duden, das sind wir Corndogs. Schauen wir uns mal Möwen, wie die kacken. Ne, Corndogs. Denn Lenz mag Corndogs. Essen wir Corndogs? Ach, warum nicht? Dann komme ich wenigstens auf andere Gedanken.
Yep. Yep. Was ist hier los? Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Süßen. Hochzeit? Lance, Larry, war das deine Idee? Nein. Ein bisschen vielleicht. Lance Idee. Ich hab nur... Ja, richtig. Das war alles Lance Idee. Ich hab nur ein bisschen geschmückt. Larry hat mir sehr geholfen, aber es war meine Entscheidung, das zu tun. Ich möchte mit dir zusammen sein, Dick. Ich weiß das jetzt. Das möchte ich auch, Lance. Es ist mir egal, was andere Leute denken. Psst, die Musik, Larry. Ja, genau. So, Entschuldigung. Ja, okay. Hallo, komm schon. Und gib ihm. Liebe Liebenden, wir haben uns hier versammelt, weil es nichts Schöneres gibt als dieses Outfit. Sehe ich nicht umwerfend aus? Und natürlich, wenn sich zwei einsame Herzen gefunden haben, um zu einem großen Herzen zu werden. Daher frage ich dich, wie ist dein Name, Hübscher? Lance Straightman. Ja, schon gut. Und auch dich. Kleiner, dein Name? Richard Ryder. Natürlich. Also, wollt ihr zwei Zuckermäulchen den regenbogenbunten Bund der Ehe eingehen? Ja, ich will. Ja, ich will. Mehr als alles andere. Ach, herrje. Auf Hochzeiten muss ich immer flennen wie ein Promi, dessen Cloud gehackt wurde. Ruhe! Hat außer ihr sonst noch wer geredet? Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Bay. Hast du die Ringe, Larry? Ach so, entschuldige. Ich muss ja auch mitspielen. Okay, einmal hier. Nein, das ist der Ring für Lance. Ach ja, entschuldige. Hier, Lance. Danke, Larry. Und den Ring für Dick. Danke, Larry. Der Ring ist etwas feminin. Ach, der wird dir schon stehen. Und wie meine Göttin schon sagte, wie zur Hölle sollst du jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Kriege ich ein Amen, Schwestern? Amen. Möge die Trauung beginnen. Ach, Larry ist ein Romantiker. Wir sind dir so dankbar. Ja, ohne dich hätten wir... Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Wir haben dir natürlich bei Timber die höchstmögliche Punktzahl gegeben, mein kleiner Amor. Oh, danke. Das hatte ich schon total vergessen. Was habt ihr jetzt vor? Eine kleine Hochzeitsreise. Vielleicht nach Cancun? Klingt passend. Und was wird jetzt aus dir? Zwei der drei heißesten Typen aus New Lost Wages sind nun vergeben. Larry hat schon ein Ziel im Visier, nicht wahr? Oh ja. Oh ja. Faith, hier komme ich. Ich kann's kaum erwarten, meine neue Timber-Punktzahl zu hören. Dein Punktestand bei Timber ist 38. Ach komm. Naja, immerhin wieder etwas mehr. Ja, richtig. Immer positiv alles sehen. Aber das ist doch kacke. Er hat nicht mal die Hälfte. Also der 90 haben, wenn ich mich irre, ne? 90... Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Larry, wir sind dir so dankbar. Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Okay, verstehe. Und jetzt? Kein... Plan. Lass uns mal besaufen. Oh. Was ist das? Eingehender Anruf von Anu Singh. Anu? Möchtest du ihn annehmen, Larry? Anrufe von meinen Verehrerinnen nehme ich doch immer an. Ah. Anruf wird angenommen. Larry? Ich wusste doch, dass du meinem Charme nicht widerstehen kannst. Bist du bereit für unser Date? Larry! Triff mich bitte sofort im Salon de Lézard. Bin schon unterwegs, Baby. Ich wusste, dass sie es nicht lange ohne mich aushält. Ja, genau.
Dann lass uns sofort dahin fahren. Wie will bitte da was von uns wetten? Ich weiß zwar nicht, woher deine Informationen stammen, aber du hast nichts gegen Prune in der Hand. Sei dir da mal nicht so sicher, BJ. Du kannst Prune nicht aufhalten. Die Keynote steht bevor und das neue P-Phone wird sich noch besser verkaufen als die Vorgängermodelle. Prune hat New Lost Wages im Griff und es gibt nichts, was du dagegen tun könntest. Wir gewinnen immer. Uhuhu. Larry? Was hast du denn mit BJ besprochen? Ich habe ihn hier zufällig gesehen und dachte, ich hätte etwas gegen ihn in der Hand. Zufällig, aber BJ klar. Hat recht. Die Daten, die du beschafft hast, sind unbrauchbar. Sie verraten keine Geheimnisse von Prune. Sind Sie sicher, dass wir noch eine Kantine dabei? Diese doofe P hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Diese doofe P hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Gar nicht wahr. Jedenfalls kann ich weiter nichts gegen Prune unternehmen. Warum hast du Prune und BJ so? Ich habe bis vor kurzem bei Prune gearbeitet. Es schien mir nach meinem Studium ein tolles Sprungbrett zu sein. Und jeder will von Prune angeheuert werden. Aber ich habe schon bald festgestellt, dass mich dieser Job nicht ausfüllt. Wage es nicht, darauf etwas zu sagen. Außerdem hatte ich Hinweise gefunden, dass Prune etwas verbirgt. Und Prune durchdringt inzwischen das Leben aller Menschen. Bevor ich rausfinden konnte, was es ist, haben sie mich gefeuert. Jetzt versuche ich als Anwältin allen Unterdrückten zu helfen. Und nebenbei will ich herausfinden, was dieser BJ verbirgt. Wenn ich irgendwie selbst ins Hauptquartier eindringen könnte. Auch dazu sagst du jetzt nichts, Larry. Auf dem Stick habe ich etwas gefunden, was darauf hinweist, dass es in BJ Skyloft einen geheimen Server gibt. Aber das ist der am besten gesicherte Ort in ganz New Lost Wages. Völlig unmöglich für uns dort reinzukommen. Danke. Vielleicht bringt dich ein Date mit mir auf andere Gedanken. Vermutlich. Aber ich kann gerade keine Depression gebrauchen. Boah. Hast du eine Idee, wie man in das Skyloft kommen könnte? Naja. Man bräuchte BJs Zugangskarte und eine Menge Glück. BJ hat diese goldene Karte immer bei sich. Vielleicht könntest du noch mal zu Prune gehen und dich ein bisschen umhören. BJ ist doof. Ja. Aber das Problem ist eher, dass er zu intelligent ist. Irgendwas stimmt da jedenfalls nicht. Er verhält sich immer so anders, wenn diese Faith in der Nähe ist. Okay. Interessant. Ich gehe mal in mich. Ratsam. Gut, meine Freunde. Die Folge ist hier zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.